Ja, hallo Leute, heute sind wir wieder mit einem Let's Play dabei von The Royal Club, aber diesmal mit einem etwas bekannteren Spiel mit Schwimmen oder, wie es der Volksmund auch sagt, mit Knack. So, gehen wir mal hier auf neues Spiel und wie es ja bei den Royal Club Spielen so üblich ist, hat man jetzt natürlich Einzelspiel, Netzwerkspiel und Internetspiel. Alles sehr cool. Ich zeige euch wie immer das Einzelspiel. Und ja, da kann ich auch direkt mehrere Runden zeigen. Ich denke, wir machen drei Spiele hier. In den Regeln kann man jetzt nicht so viel einstellen. Jedoch ist bei dem Spiel auch nicht so viel einzustellen. Wer das Spiel kennt, weiß, dass es ein sehr simples, aber doch ein Spiel mit viel Spielfreude und Spaß ist. Ja, die Punktewertung ist negativ. Der Kartengeber ist mir egal. Dreierpasch ist natürlich erlaubt und alle Karten tauschen ist auch erlaubt. So, starten wir das Spiel direkt. Wir sehen wieder super Grafik. So, dann schauen wir nochmal. Ich würde jetzt 3,7 oder 3,8 nehmen, denn meine Karten sind eigentlich total blöd. Ja, ich gehe mal auf die 3,7, denn die 7 werden immer am ehesten weggelegt, weil das die schlechteste Karte sind. Und, Mike verliert mit 17 Augen. Naja, schade. Jedoch ist der Spieler auch, der Gegenspieler, die KI auch auf Profi eingestellt. Das heißt, das hat schon ganz schön was. So, ich sammle Peak. Das heißt, ich schiebe einfach mal. In der Hoffnung, schiebe. Kaum. So, jetzt liegt einmal Pik da, ich mit Dame. Hab somit... okay, jetzt liegen ja super Karten für mich da. So, schiebe. Wenn der ich schiebe. Den König nimmt. Sehr schön. Und da ist das Knack von mir. Knack. Zack, Sieg. Oh, man sieht auch sehr knapp, die haben mit 28 Punkten verloren, Natasia und Nathalie. So, weiter geht's. Letztes Spiel jetzt. Wer jetzt gewinnt, entscheidet. Also wer jetzt gewinnt, gewinnt das ganze Spiel. Und das sieht sehr gut aus für mich. 29 direkt auf der Hand. Schiebe. Der hat jetzt 28, hat meine Karten gerade genommen. So, ich klopfe. Nein, nein, nein. Zurück. Das ist eine sehr coole Option, dass man die einfach wieder zurücknehmen kann. Ich schiebe. So. Ich klopfe. Sehr gut. Sehr gut. Schiebe. Ja, schieb. Lustige, sehr lustige auf jeden Fall Sound, die die Spieler da von sich geben. So, Christian verloren, wie man sieht, 3 von 3 Spielen sind gespielt. Ist jetzt unentschieden. Ist ja lustig. Hatte ich auch noch nie. Sehr schön. Naja Leute, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel etwas näher bringen, ne? Bei den Extras gibt es natürlich wieder Tutorial-Hilfe, Bestenliste, mitwirken wir alles, wie das eben so ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Spiel und ja, Peace, ne?